Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Dukascopy TV. Neben mir sitzt Claude Gentil aus der Brainsurf Ltd. Claude, hallo. Hallo, Jessica. Heute werden wir über eine mögliche neue Banklizenz sprechen. Diese ist bekannt unter dem Namen Banklizenz Lite für Fintech. Wie positioniert sich FINMA bezüglich Fintech? Es ist eine Schweizer Aufsichtsbehörde. FINMA muss eine gewisse Stabilität, einen gewissen Ruf und eine gewisse Konkurrenzfähigkeit des Schweizer Finanzmarktes sicherstellen. Die Tätigkeit der Banken basiert immer mehr auf IT-Dienstleistungen. FINMAs Position wird in der Zukunft auch weiter liberal bleiben. Anstatt von zwei vorgeschriebenen Regeln zieht es FINMA vor, flexibel und durchsichtig zu sein. Es ist sehr schwer für die Banken, sich immerzu an zwei vorgeschriebene Regeln halten zu müssen. FINMA hat Rahmenbedingungen aufgestellt, die bezüglich IT-Technologien und destruktiven Geschäftsmodellen neutral sind. Mit anderen Worten, FINMA wird die Entwicklung von Fintech hier in der Schweiz weder hemmen noch aktiv fördern. Nehmen wir zum Beispiel den zur Schweiz konkurrierenden Finanzmarkt in Singapur. Hier sind die Aufsichtsbehörden zugleich auch die Sponsoren von Fintech. In der Schweiz sieht es aber natürlich ganz anders aus. Hier in der Schweiz hat sich ein gutes Proportionsmodell entwickelt. FINMA wird sich diesem in der Zukunft anpassen. Man kann zum Beispiel den Fehlstart eines Fintech-Startups mit geringem Volumen mit einer Bank vergleichen, die über systematische Risiken verfügt. Die Auswirkungen sind ganz unterschiedlich. Was Aufsicht und Durchsetzung angeht, so wird FINMA in der Zukunft umfassend handeln, weil die Situationen ganz unterschiedlich sein können. Wir werden uns einfach anpassen und keine Revolution hervorrufen. Here in Switzerland and will still be applied by the FINMA in the future. If you have a failure on a fintech startup with quite low volumes compared to a bank with systemic risk, which is too big to fail, of course, this has not the same impact. And in its task of supervision and enforcement, FINMA will in the future still act with discernment in a comprehensive way, because we are talking about different situations. So generally said, some adaptation is expected, but not really a revolution. Sie hatten die Risiken genannt, die Innovationen und technologischer Fortschritt mit sich bringen. Inwiefern wird dadurch der Banken- und Datenschutz gefährdet? Die FINMA schützt die Kunden der Bank und nicht die Bank selbst. Das ist ganz wichtig und das darf man nicht vergessen. Es geht immerzu um Aktienvermögenswerte, um Risiken und um Liquidität. Gelockerte Anforderungen für Banklizenzen von FINMA bedeuten nicht, dass der Datenschutz hier auch gelockert ist. Die Rede ist eher von einem Startkapital von 10 Millionen, welches heute sogar bei 30 Millionen liegt. Angesichts der Abhängigkeit gegenüber IT-Systemen, was die Einstellung der Gesellschaft bezüglich personaler Daten verbessert. Der Datenschutz und die Sicherstellung der Privatsphäre von Daten werden hier in der Schweiz in der Zukunft verstärkt. Man darf nicht vergessen, dass die Kundenkontodaten hier in der Schweiz über einen großen Umfang von Personaldaten verfügen, die unbedingt geschützt werden müssen. I think, on the contrary, that data security and data privacy in Switzerland will be reinforced, including in case of outsourcing. We should not forget that client banking data in Switzerland often constitute profiles of personality that have to be especially protected. And what do you think the next steps are? Und was wird in der nahen Zukunft in diesem Bereich passieren? Die konkreten nächsten Schritte vorherzusehen ist wirklich sehr schwer. Veränderungen werden passieren. Welche konkreten Schritte und genau wann diese passieren werden, ist sehr schwer zu sagen.
Es kann sein, dass FINMA sich zuerst mit dessen Ermessensspielraum auseinandersetzen wird. Als nächstes könnte sie sich mit der Zielgruppe befassen. Fundamentale Fragen müssen unbedingt mit den Abgeordneten geklärt werden. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass die Fintech-Entwicklung nicht nur Startups vorsieht. Es geht hier genauso um ganz unterschiedliche traditionelle Banken, die für die Fintech-Entwicklung sehr wichtig sind. Dann will ich noch neue aufkommende amerikanische Internetunternehmen erwähnen, die sich für diesen Sektor auch sehr interessieren. Das Thema spezielle Bankenlizenz für Fintech sollte man in internationale Bankbedingungen integrieren. Das würde die ganze Sache erleichtern. Man hätte nur eine Lizenz, die für jeden bekannt ist. Anhand dieser könnte jeder handeln, investieren, beraten und so weiter. Falls sich FINMA in der Zukunft von Grund auf verändern sollte, würde diese vielleicht sogar eine spezielle Kategorie für Fintech einrichten. Die Rechtssicherheit ist dabei sehr wichtig und diese muss FINMA den Banken und auch den zugelassenen Abschlussprüfern bereitstellen. Dieses Thema wird auch in der Zukunft hier in der Schweiz sehr wichtig sein. One point which is going to be very important is legal safety that the FINMA has to ensure for the banks and for their approved auditors. It's going to be a very important question for the future of the Swiss financial place. Claude, ich bedanke mich für Ihren Beitrag heute. Sehr gerne, Jessica. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukascope Silizium hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet.